Chaka, Uga, 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 Chaka, Uga, 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 Chaka, Uga, 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 Chaka. Willkommen zu Angesneakt mit Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja, wir haben gerade Guardians of the Galaxy Volume 2 gesehen für euch und geben dazu jetzt unser Fazit ab. Zur Story, ich weiß gar nicht, da will ich eigentlich gar nicht zu viel verraten. Weil ja, kann man gar nicht. Also im Trailer wird, glaube ich, auch nur Action gezeigt, ne? Ja, und das finde ich auch das Gute. Im Trailer wird auch eigentlich viel vom Anfang direkt vom Film gezeigt, wo man hätte denken können, es ist vielleicht schon so der Final Fight. Das stimmt, ja. Stimmt, ja. Das war ziemlich cool gemacht. Ich denke mal auch, das sollte jeder sich selbst im Kino auf jeden Fall anschauen. Ja. Was ich vielleicht... Kommen wir vielleicht erstmal zum Negativen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so ein richtiger Bösewicht. Also mich hat es zum Beispiel gar nicht gestört. Ich fand jetzt den Bösewicht... Fand ich jetzt auch nicht so gut gemacht, so von der Story her. Mhm. Aber ich habe jetzt auch keinen vermisst. Also ich finde es gerade gut, dass es mal nicht so ist, dass immer hier der große Bösewicht und hier der... Ich fand es halt gut, dass die nochmal so ein paar andere kleine Gegner so haben. Ich glaube, es war beim ersten Teil auch so, dass sie mit dem angelegt haben. Die Guardians machen sich halt viele Feinde. Ja. Also hat ja jeder seine Meinung. Ja. Zu den Schauspielern, ist wie im ersten Teil eigentlich alles wieder dabei. Chris Pratt, Mr. Bautista. Und die ganzen anderen, diesmal Groot zu Baby Groot, kennt man ja, denke ich mal, aus den Trailern, mega süß, ne? Also, wem da nicht das Herz aufgeht, der ist ein IS-Terrorist. Der ist ein Kinderschänder, wow. Der ist ein Tierquäler. Der ist alles. Also Baby Groot, mega süß. War sehr witzig, der Film. Also der erste war ja schon mega lustig, aber der ist nochmal, fand ich nochmal... Ich fand zum Beispiel, ich kann mich noch entsinnen, weil alle mal meinten, ey, guck mal den ersten Teil. Mhm. Nachdem ich den gesehen hatte, musste ich sagen, der ist mir gar nicht so hängen geblieben und ich fand ihn auch gar nicht so extrem witzig. Klar, ich hab so ein, zwei Stellen, die waren schon gut, aber... Wie gesagt, ich hatte mir auch nochmal gestern den ersten anguckt, weil ich habe den auch nur einmal gesehen und hatte auch gar keine Erinnerung mehr dran. Mhm. Der ist mir dann ziemlich schnell wieder weggeflogen aus dem Kopf, aber der zweite jetzt, irgendwie, der hat richtig viele Gigs. Also. Das ist auch besser, ja. Also mega, oder? Fandest du den zweiten schon auch besser als den ersten? Ja. Ja, also ist auch so jetzt, was ich von anderen Leuten gehört habe, die den Film gesehen haben, der zweite auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt. Kann man so sagen? Ja. Ja, viele Gags. Wir haben in 3D geguckt, 3D-Effekte waren auch ein paar coole dabei, wo einmal wie der Pfeil so auf einen zugeflogen ist. Da muss ich auch sagen, die Bilder sahen sehr geil aus, also es lohnt sich da schon, den auch in 3D anzugucken. Auf jeden Fall 3D, auf jeden Fall Kino, wir sagen ja öfter mal Filme. Oder zu Filmen kann man auch sich gerne mal Sonntag angucken, aber den sollte man schon definitiv hier in 3D, Dolby, Atmos, bom, 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 bom. Es gibt viele geile Bilder und definitiv. Allein schon immer finde ich ziemlich geil, wenn der... Raccoon, hier der Rocket, in der immer so sein Gesicht von nah angezeigt wird. Ja, wie die Herrchen. Diese ganzen Feinheiten und so, das war schon ziemlich cool. Und auch immer, wie gesagt, Baby Groot, immer das Gesicht und dann die Mimik so, ne? Wo er dann so müde ist. War schon mega niedlich. Haben sie mal gut eingebaut, so diese Baby-Stellen. Ne? Ja. Und wahrscheinlich im nächsten Jahr ist er eh wieder groß, ne? Ja. Ja, kam auch ein paar Cameos von bekannten Schauspielern, wie man das auch so kennt von Marvel. Das Ende, war sehr herzerwärmend, kann man vielleicht nochmal so umschreiben. Also ich fasse wieder ein bisschen Pippi in den Augen. Also, ja, immer Pippi in den Augen, ist als eine Armbacher gebaut, ne? Ne, mal lieber. Die Musik war auch wieder, so ein bisschen 80s, ne, alles dabei. Jetzt hat er ja, das kann man vielleicht sagen, ja, zum Schluss ein... quasi MP3-Player, jetzt wird er vielleicht auch ein bisschen neuere Mucke da im nächsten. Aber ich hätte auch gedacht, der guckt, dass so ein Gag kommt, der guckt sich die Songs an und dann kommen erstmal so übelst in der Liga von Katy Perry. Der macht die alle weg und dann spielt irgendwas Altes, was er kennt oder so, ja. Nee, auf jeden Fall von uns eine definitive Empfehlung. Ja. Also geht rein, schaut euch den an. Ich muss auch sagen, der war schon ziemlich lang, ne? Also ich glaube, 2,5 Stunden ging der schon. Und ist mir aber nicht negativ aufgefallen. Nee, da war auch permanent Action. Also es ging ja, wie wir jetzt schon immer gesagt haben, in den letzten Filmen, die wir gesehen haben, immer gleich richtig los. Es gibt natürlich immer mal wieder diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, kannst nicht immer nur auf die Fresse geben. Muss auch mal sagen, aber das hat sich echt in Grenzen gehalten, wo man sagen muss. Also der Film geht. Gerade ich, also ich kann lange Filme überhaupt nicht, aber ich da ganz schnell penne ich da mal ein oder verliere auch die Lust und Geduld so. Ich habe nicht so eine lange Konzentrationsspanne. Ja, er kann das nicht. Er ist so mental nicht vorbereitet. Viel Spaß mit dem Film. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, angesneakt. In diesem Sinne, schönen Abend. Haut rein. Servus. Alles gut. Tschüss. Uga, 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 Chaka. Uga, 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 Chaka. So.